Nun untersuchen wir den Nervus radialis sensibel. Auch hierfür beschreiben wir die Antidrome-Technik. Am besten eignet sich für diese Untersuchung eine solche Blockelektrode. Die gut befeuchteten Filze befestigen wir am radialen Handrücken im Spatium interosseum dorsalis I. Am besten ist es, wenn der Patient die Hand etwas auf die Handkante stellt. Und auch hier platzieren wir wieder die Erdelektrode zwischen Reiz und Ableitung. Die Stimulationselektrode setzen wir am besten hier an, etwas versetzt am distalen Drittel des Unterarmes, 8 bis 9 cm proximal des Prozessus styloideus radii. Das ist der Punkt, an dem der Nerv direkt über der radialen Kante verläuft. Gut möglich, dass man hier etwas suchen muss. Das geht am besten durch sensibles Drehen und Bewegen der Stimulationselektrode. Ist der Punkt gefunden, starten wir mit der Analysetaste das Averaging. Dann Stopp, Speichern und wieder die Analysetaste, um die Reproduktion zu starten. Wieder Stopp, Speichern, fertig. Auch hier bestimmen wir wieder die exakte Distanz zwischen Stimulation und Ableiteelektrode. In unserem Fall sind das 115 mm. Wir geben den Wert in das System ein und speichern ab.